Und da unten sehe ich wieder was zum Freisprengen, ha? Zum Glück ist hier oben eine Respawn-Bombe. Die sack ich doch einfach gleich mal ein. Und spreng hier unten frei. So. Mach Bumm. Danke. Hier ist nämlich noch eine kleine, ist untertrieben. Das ist eine schöne Schatzkammer. So, das ist mal schön viel Geld. Gut, dann würde ich mal sagen, weiter und raus hier langsam mal. Oder auch nicht. Weil ich ja nicht gelassen werde. Das könnte nützlich sein. So. Weg. Und weg. So. Sesam, öffne dich. Essen. Noch mehr Essen. Drei Leben. Sehr gut. Geld. Und runter mit der Brücke. Was ist hier? Hier ist nichts. Gut. Hier ist jede Menge Gold. Und ein paar Gegner. Au. Das sieht wertvoll aus. Die Frisbee ging in die falsche Richtung. Weg. So, mit dir. Wow, das sind aber ganz schön viele von diesen Explosionsköpfen. So, das waren ganz schön viele Explosionsköpfe. So. Weg mit euch allen. Und gebt mir das ganze schöne Gold, was ihr hier bunkert. Ist doch alles Verschwendung. So. Hier sieht wieder nach Spawner-Raum aus. Jo. Also Valkyren rausholen. So, weg mit den ganzen Spawnern hier. Wow. Ich glaube, das behalte ich. Das war jetzt nicht so im Sinne. So, aber das. Sesam, öffne dich. Goldschatz, komm her. Und ich glaube, wir sind fast durch. Hoffe ich doch mal. Aber hier mache ich richtig schön viel Gold. Und ich habe die Krone, was ich mich auch nur freut. So. Essen und Geld. Hier ist nichts. Und hier ist der Weg nach unten zum Ziel, oder? Ja. Da ist das Ziel. Da liegt noch jede Menge Geld. So kleine Münzen bringen 6 Gold, die Truhen bringen 60. Naja, was aber erwarten sind hier nicht so übertriebene Werte. So. Goldener Bonus sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also Weltmeister hat 6000. Abklingzeit für Schildwurf 5% reduziert. Sehr gut. 40 Mal gestorben bin ich schon. Und 81 Mal habe ich schon Essen vernichtet. Loderndes Inferno, also wieder von Lava bombardiert werden. Hä? Werde ich mich durch Dämonen und Kultisten. Wir wissen, was zu tun ist. Nicht innehalten. Oh, wir werden schon von der Seite bombardiert. Das ist aber auch nicht nett. Wow. Da war mein Block zu langsam. Au. Na, das war jetzt irgendwie gemein. So. Wow. Autsch. Das ist nicht so nett.
Ich hätte ein paar Feldrationen mitgebracht. So. Au, das war jetzt knapp. Jetzt hätte ich eigentlich wieder sterben müssen, aber ich bin es nicht. Ja, die liegt da hinten. Deswegen sack ich die gleich mal ein. So. Und... Au. Lasst mich in Ruhe. So. Noch mehr. Aber einer hat eine Krone. So. Weg. Das könnte nützlich sein. Ein Kultist, der sich gleich in einen Dämonenhund verwandeln wird. Oh. Das sieht Warum ignoriere ich den nicht einfach? So. Oh. So, ich kann dich auch einfach zusammenschlagen, wollte ich sagen. Aber nein, kann ich nicht. Willkommen zurück, Mann. So, ich kann dich... Ah, schon wieder ist mein Ding weg. So. Aber da ist schon zum Glück schon einer wieder mit einer neuen Krone. So, erstmal das Explosionsvieh loswerden. So, und dann die loswerden. Krone einsacken. Essen ist kaputt gegangen. Ja, so kann man das auch machen. Einfach ihn zurückdrängen in das Explosionsgebiet, was hinter einem auftaucht. So. Boah, das ist echt garstig hier mit dem ständigen Einschlägen. Also da war das im Dunkeln noch richtig angenehm. Und nicht mal das mit dem Tod war so nervig wie das hier. Vor allem mit dem ständig respawnenden Dämonen. So. Hier bin ich schon mal los. Da drüben liegt Essen und ein Mana-Trank rum. Aber die werde ich wahrscheinlich beide nicht einsacken können. Wow. Achso, da feuert einer Feuerbälle auf mich. Soll ich was zu essen einsammeln? Trank voll. Okay. Hallo, du. Es sollte auch so ein Achievement geben, für Mana-Tränke zerstören, dass man dadurch mehr Mana-Slots oder so kriegt. Wenn man Mana-Tränke zerstört. So. Ganz vergessen, ich kann nicht blocken, wenn ich mein Schild geworfen habe. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. So. Weg mit den Dämonenhunden hier hinten. So. Du. Wirf ruhig Feuerbälle. Wow. Sag bloß, ich kann das blocken irgendwie. Ich will das jetzt eigentlich nicht unbedingt ausprobieren. So, genau. Tot. Tot denen hier. Da ist noch so einer. Ja, explodier ruhig mal. So. Und tot dir hier. Gut. Das eine Essen ist zerstört, das andere können wir einsacken. Und die nächste Kurbel. Runter bitte damit. Euch mal loswerden, die ihr hinter mir spawnt. Au. Das wurde mir jetzt aber nicht angezeigt, dass ich gleich einen Feuerball in die Fresse kriege.
Würdest du bitte durch den durch, also nicht an ihm vorbei? Ja. Und den da auch mal kurz ausschalten, bitte. Komm, wir auf Feuerbälle, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Oder stirb einfach an einer Explosion. Wirf, dong, 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 dong. Au, der letzte hat mich getroffen. Mist. So. Jetzt aber raus hier. Wieder eine kleine Meute. Und eine Lavafalle. Auch das noch. Aber Essen. Essen und Geld. Ja, komm hier rüber. Nein, irgendwo dagegen. Naja, der zu sterben habe ich irgendwie keine Lust. Gut, so. Drei Leben habe ich noch. Und da ist auch schon der Ausgang. Das heißt, es geht ab in die Arena. So, aber das schöne Geld nehme ich mit. 5 Tränke für die Arena, das ist nice. Goldener Bonus. Oh, das war ganz okay. Okay, heroischen Hunger haben wir schon mal freigeschaltet. Wir sind zweimal hier gestorben. Okay. Schade, es zieht nur das Essen, was wir selber vernichtet haben. Aber wir haben genug Gegner getötet. Fortfahren, bitte. Kannst du dem Ansturm der Dämonen standhalten? Klar kann ich das. Au. Stirb, du blöder Heckenmagier. Und du auch, so. Euch brauche ich da nicht. So. Und weg mit dem Spawner. Okay, jetzt kommen Kulti-Spawner. Da hole ich doch gleich mal wieder Valkyren. So. Und werfe die völlig falsche Richtung. So. Weg mit euch und weg mit dem Spawner. Ja, das mache ich ja gerade. Na komm, ich hole mir mal ein bisschen Speed. Okay, kann sein, dass ich gleich wieder sterbe. 2 Mana-Tränke habe ich ja noch und da liegt Essen. Gut. Okay, es kommen hauptsächlich Kultis. So, du beschützt deinen Beschwörungsstein nicht. Wow. Ja. Weg. So. Prozent weniger Abklingzeit ist immer gut. Aber jetzt muss ich mich erstmal durch die Jungs durchprügeln. So. Okay, dieses Mal wahrscheinlich kein goldener Bonus, weil keiner mehr eine Drohne dabei hat. Oder doch, wenn hier wieder ein Dämon wieder spawnt. Ja, da ist auch schon ein Dämon mit einem goldenen Bonus. Okay, komm, ich prügel mich mal kurz in Highspeed durch euch durch. Schnapp mir das Ding. So. Jetzt heißt es aufpassen. Ach, ich beschwöre einfach nochmal Valkyren. So. Gut. Wahre Entschlossenheit überwindet jeden Sturm. Jawohl, goldener Bonus, ein Haufen Gold.